Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir begrüßen Sie zur heutigen Partie. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wie üblich Ihre Kommentatoren. Wir sind zu Gast bei einem Division Rivals Spiel. Das dürfte eine hochinteressante Begegnung werden, Buschi. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel, Wolf. Das wird ein Kracher. Das Spiel beginnt. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Das ist die heutige Aufstellung der Saints. Sie haben da Platz auf dem Flügel. Aber dann wird doch nichts draus. Moussa Diaby. Jetzt hat er den Ball. Und dann verlieren sie den Ball. Der Angriff bringt also nichts ein. Fair! Bei dem Schuss hat doch einiges gefehlt. Ja, das gibt Einwurf. Mace. Diaby mit dem Ball. Das macht er gut. Da ist die Flanke. Gute Hereingabe. Schön, was machen Sie daraus? Guter Versuch. Jetzt helfen Sie hier. Tolle Chance. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Und damit ist der Ball weg. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Tja, das war keine gute Flanke. Bruno Guimarães. Torgefahr sieht anders aus, das war nichts. Kein guter Kopfball aus der Szene, müssen Sie mehr machen. Da ist jetzt Platz. Aber dann ist der Ball weg. Sie machen also nichts aus dieser Szene. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Im Grunde müssen Sie dadurch hier die Führung weiter ausbauen, oder? Ja, Logo, die müssen Sie machen. Dann können Sie das Ganze hier deutlich entspannter anschauen. So bleibt spannend. Weg ist der Ball. Klasse Aktion. Diaby. Geht dazwischen. Oh, und zieht ab. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Pass kommt nicht an. Alisson.
Die Saints dominieren aktuell, was den Ballbesitz in den letzten 15 Minuten angeht. Und sie holen ja auch durchaus gute Chancen raus. Ich glaube, lange dauert das hier nicht mehr. Dann erhöhen sie den Vorsprung auf 2 Tore. Bernardo Silva. Ball bleibt hängen. Bernardo. Die Riesenchance. Gute Parade. Bernardo. Da ist die Flanke. Eine weitere Ecke. Bernardo. Sie holen sich den Ball und der Grund dafür ist natürlich dieses frühe Pressing. Abseits. Janice van de Sanden. Sie holen sich den Ball. Moussa Diaby. Das macht er sehr gut. Wieder der Ballverlust. Mays. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Die geht einfach vorbei. Ganz kurze Nachspielzeit nur. 1 Minute gibt es hier zusätzlich. Was gibt er hier? Bernardo. Vielversprechender Vorstoß. Jetzt bringt sie den Ball in die Mitte. Der Pausenpfiff beendet also diese erste Spielhälfte. Die Mannschaften gehen in die Kabinen und gleich geht es hier weiter. Und jetzt geht's hier weiter. Sie holt sich den Ball. Fair. Macht er ihn! Ball wird geblockt. So, weg ist der Ball. Cascarino. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Klar, gibt Freistoß. Er holt sich den Ball und das war wichtig. Ja, wäre Tor Nummer 2 gewesen in dieser Partie. Doppelpack verhindert. Gute Aktion. Bernardo. Er geht dazwischen. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Unwiderstehlich, der Ball läuft gut. Die Chance ist natürlich mutig, es von da zu versuchen. Ja, aber das findet der Trainer überhaupt nicht witzig. Da müssen sie mehr rausmachen.
Shanice van der Sanden. Ball ist unterwegs. Was macht er draus? Das Tor! Und jetzt ist das Spiel wieder offen. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung dieser Szene. Sie spielen den Ball zurück. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Delfin Cascarino. Wie wird er entscheiden? William Saliba. Bernardo Silva. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Guter Angriff jetzt. Sie kommen. Sie wirken da sehr druckvoll. Abwehr muss aufpassen. Fair. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Schussversuch. Da passt der Torhüter auf. Bei dieser Ecke hoffen die Fans jetzt auf die Führung. Oh, der war knapp. Klasse Kopfball, geht aber knapp drüber, da hat nicht viel gefehlt. Er fängt diesen Pass ab. Das ist Steven Bergwijn. Jetzt die Möglichkeit. Schöner Block, Gefahr ist aber noch nicht bereinigt. Gefahr erstmal bereinigt. Fair. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Sophia Smith. Das ist Cascarino. Einfach stehen gelassen. Schöne Aktion. Der Ball kommt. Erstmal geblockt. Shanice van der Sanden. Masraoui. Verliert er den Ball. Unnötig eigentlich. Sie setzen sie früh unter Druck, sind da. Gutes Pressing und das zahlt sich in dieser Szene aus. Sophia Smith. Die Saints kommen über den Flügel, da ist Platz. Die Flanke jetzt. Abgefangen, gut gemacht. Keine gute Aktion vom Torhüter. Exzellentes Zweikampfverhalten. Bernardo Silva. Oh, und schießt. So, Tor. Das ist die erneute Führung. Das ist ein klasse Spiel, Leute. Da geht er natürlich klasse an ihm vorbei, lässt ihn einfach stehen und macht das Tor. Eine super Aktion. Besser geht's nicht. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Zehn Minuten sind noch zu absolvieren. Nochmal gibt's Eckball. Und wenn sie den verwandeln, ist das Spiel durch. Wir sehen den Wechsel. Nummer 8, Pierre-Emerick Aubameyang. Bernardo. Flanke kommt auf Lukaku. Ein Tor nach dem anderen. Doppelschlag jetzt. Oh, was ist das hier für eine Begegnung? Da ist dieses Tor nochmal.
Zunächst die kurze Ecke. Und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Sie haben jetzt Platz auf außen. Gebt Vorteil nach diesem Foul. Und es bleiben noch 5 Minuten. Was gibt er jetzt hier? Gleich kommt hier der Schlusspfiff in dieser Begegnung, in der die Gäste im Augenblick deutlich vorne sind. Sie machen das alles richtig gut hier, führen mit 2 Toren und so stark, wie sie vor allem auch taktisch sind, denke ich, bringen sie das über die Runden. Da vergeht viel Zeit, sie kommen einfach nicht an den Ball und die Fans sind überhaupt nicht zufrieden. 3 Minuten Nachspielzeit werden angezeigt. Alisson. Mace. Cascarino. Wir haben den Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gäste haben also gewonnen. Tja, sie können hier gewinnen. Am Ende doch ziemlich ungefährdet. 2 Treffer Vorsprung. Das sagt schon mehr oder weniger aus, wie das hier gelaufen ist.